Ja, hallo, hier ist wieder die Katrin für Amazona und ich freue mich sehr, dass ich hier mit dem Gerd Jallas sitzen darf von Moon Modular. Und der hat ja schon für sehr, sehr viele bekannte Größen gearbeitet und sehr bekannte Komponisten. Und für wen hast du denn schon ein Modularsystem hergestellt? Peter Grandl kennt ihn auch, hat auch ein Interview gemacht. Das ist der Hans Zimmer. Und er hat natürlich das gesehen vom Ed Buller und hat gesagt, will ich auch. Ed Buller, erzähl noch mal ganz kurz für Leute, die das jetzt vielleicht nicht sofort wissen. Ja, mit Ed Buller, also er ist halt Produzent, Musikproduzent, ist unter Eingeweihten, also die Band oder das Projekt ist Node, also wie der... Ah ja, kenne ich. Ja. Ja, Node ist, kannst du dir so vorstellen, wie so eine englische Supergroup, ja. Da hängt auch Flood da drinne, ehemals Producer Depeche Mode. Ja. Ja. Und dann haben die auch immer noch eine wechselnde Besetzung. Das ist dann quasi so die Creme de la Creme der britischen Elektroszene. Ja. Okay, und Hans Zimmer wollte quasi... Der ist halt, wie er dann so ist, also ist ein netter Mensch, aber ein sehr professioneller netter Mensch. Und natürlich weiß er auch, wie man Geld verdient, ansonsten wäre er nicht das, was er so ist. Aber egal, der hat dann gesagt, ja nee, will ich auch so haben. Und es gibt dann, das Ganze war zu der Zeit, als Batman... Oh Jesus, ich weiß jetzt nicht, gerade nicht welcher, aber Dark Knight Rises, irgendwie, der war's. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch die gesamte Filmmusik, hat er dann natürlich dafür gemacht. Und hat dann auch, warum auch immer, das Ding Giorgio genannt. Ich meine, das hängt mit Giorgio Moroder zusammen. Mit Sicherheit dürfte das mit Giorgio Moroder. Und der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch irgendwas auf... welcher Oscar-Verleihung auch ist, ich weiß nicht. Aber also ich denke, da kommt der Giorgio her. Und der erste Giorgio, haben die das Gehäuse drüben in Santa Monica halt gebaut, im Studio. Und er hat die wenigen Module, die er so hat, das ist jetzt Scherz, hat halt, also Moog-Module sind da drin. Und ich habe dann von hier... praktisch alle, die eben wieder Sequenzer und Routing und das ganze Zeugs rübergeschickt. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja, du weißt ja, ich lebe ja an zwei Standorten. Also jetzt bräuchte ich eigentlich einen zweiten Giorgio. Und also ein zweites Riesensystem. Und das ist dann auch groß oder noch größer, wie auch immer, ist also sehr groß. Und da gab es mal eine Holzversion, die war aber nicht so transportabel und er sagte, nee, das muss ein Rex sein. Als ich dann so da sagte, ja gut, also er hat dann das System, also das Holzsystem, was auch hier in Berlin entstanden ist und dann nach England rüber geschickt wurde, hat er dann wieder zurück nach Berlin geschickt und ich habe das dann alles umgebaut in die Blechgehäuse. Ist natürlich größer, weil es wird ja immer größer. Und es sind also vier Kabinette, vier insgesamt, drei davon nur Moon. Und eins ist dann so ein Friends, ich nenne es immer Freunde-Kabinett, wo auch andere Hersteller drin sind. Also Moslab zum Beispiel, Ken Macbeth, Gerhard, also Sinswerk eben auch. Und natürlich die ganze Infrastruktur vom Mond und so. Und da gibt es dann immer die Story. Sag mal, wieso ist denn das so wenig gepatcht? Ja, nicht, weil das nicht gepatcht ist, sondern was wir halt machen jetzt, ist, halt die Module sind so vorbereitet, dass man es hinter den Frontplatten vorverkabeln kann. Aber wenn man dann patcht, wird diese Verbindung unterbrochen und man kann dann patchen. Also das ist dann, also für unsere Zuschauer, ihr habt dann auch schon normalisierte Verbindungen, die ihr dann entsprechend dann überschreiben könnt. Genau. Und es das ist halt eigentlich so, sehr praktisch. Es war, ist so, dass das System, also die praktisch beide Giorgios sind vierstimmig, vier Stimmen praktisch. Also die beiden mittleren Kabinette sind vier Stimmen, die alle vorverkabelt sind, sodass ich im Prinzip das Ding nur anmachen muss und wenn ich es nicht zu sehr verstellt habe, kommt da sofort was raus. Also und das ist war so eine Idee, wo auch der Ed Buller dann gesagt hat, nee, das möchte er gerne haben. Und jetzt gibt es halt zwei Giorgios und dann mal ein bisschen mehr in die Moderne rein. Letztes Jahr war ja in München, die erste internationale Automobilausstellung war in München, sonst war sie immer in Frankfurt.
Frankfurt? Ja, ich glaube, egal. Und natürlich München ist ja die Hauptstadt von BMW. Und Hans Zimmer endorst BMW irgendwie. Ich glaube, der macht... er macht das Sounddesign für einige Modelle. Ja, also das heißt, wenn du dich reinsetzt, dann hörst du Hans Zimmer. Ah, wie cool. Und was dann, was dann, und er hatte dann ein Konzert auf Einladung dort in der, oh Gott, in der Residenz, in irgendeinem Innenhof der Residenz. Und dann sagt er, ja, hat dann irgendwann eine Mail gekriegt, du hast zwar alles jetzt hier rüber geschickt, aber bereite dich bitte darauf vor, dass halt im September, Anfang September halt das Ganze in München auf einer Bühne steht. Ich sag, ja, ich komme dann vorbei. Und guck mal, weil was in diesem ganzen Zusammenhang halt auch so ist, die Kisten sind eigentlich, dachte ich, so nicht für viele Transporte geeignet, dachte ich, wenn man vorsichtig sein. Und das wurde dann halt mit Cargo-Shipments halt, die Gehäuse auf Paletten von hier in die USA, letztendlich von den USA wieder nach München, auch Cargo-Shipments. Die haben inzwischen Flight Cases, so ist es nicht, aber also nicht so, wie es hier steht. Und von daher, es klappte. So, das war also das Konzert, hat ihm wohl auch, also hat wohl alles gut gefallen. Und ich kenne ihn schon länger jetzt auch und ich weiß, wenn etwas funktioniert, dann nimmt er das als gegeben hin. Gut, ich habe, oh ja, schönes Konzert, paar nette Bilder gemacht, wieder ein paar von den Künstlern getroffen und alles toll und gut und war halt in den Bavaria-Studios, haben sie halt in den Filmstudios, nicht Filmstudios, also in den Musikstudios, oben am Berg irgendwie. Ja. Und war das und war alles cool und man konnte ratschen. Also, war wirklich schön. Ich denke, oh, das ist ja schön. Und habe mir nichts weiter dabei gedacht, habe dann nur schon gedacht, ja, aber irgendwie, das war eigentlich alles viel zu gut, glaube ich. Und ja, und dann kam dann im Januar, hat seine Assistant, das klingt auch doof, hat dann mir eine Mail geschrieben und gesagt, sag mal, Gerd, bist du Mitte Februar, so ab Anfang Mitte Februar bis so Mitte März in Berlin? Ich sag, ja, hab dann die Mail Hans geschickt, sag mal, Hans, muss ich da jetzt mich auf irgendetwas vorbereiten? Und er hat dann ganz trocken zurückgemailt mit einer Skizze von dem Bühnenaufbau für die Europatour. Wahnsinn. Ich habe dann gesagt, habe ich nicht gesagt, also ich habe dann, das habe ich auch nicht in der Mail geschrieben, ich sage es jetzt einfach mal, ach du Scheiße, weil, gut, das hat die, natürlich, ach du Scheiße, kann man sowohl sehen, positiv als auch negativ natürlich. Ich denke, weil ich weiß ja, was Touren so sind. Und okay, einmal oder zweimal über den Teich schieben, ja, warum nicht? Aber praktisch 6 Wochen, 30 Konzerte waren es dann, glaube ich, in ganz Europa, die ganze Zeit mit dem Truck hin und her, auf den Straßen oder Berliner Autobahnen oder was auch immer, geht dann das gut. Und das Ende der Geschichte ist halt, war, also ich glaube, es war der 18. oder 19. April, sorry. War hier wieder in Berlin und ich war dann halt auch, bin dann da so rumgegeistert überall und wollte natürlich auch wissen, war noch, ich glaube 10 Termine waren noch davor oder 8 oder was auch immer und habe dann geguckt und das Einzige, was nicht, es ging alles, 3 Knöpfe sind abgefallen von 4 solchen großen Kisten. Ja, das ist doch herzlichen Glückwunsch. Ja, also sind ich deine Systeme jetzt und Hans Zimmer und Tour approved. Und gut, wie das ja auch so ist, ich habe natürlich, da ich das ja weiß, was jetzt so passieren kann und dann nie dran gedacht habe, dass sowas passieren könnte, wie die ganze Geschichte, ich habe nie dran gedacht habe, dass das so passieren könnte, werde ich jetzt natürlich schon nochmal in mich gehen, hätte ich beinahe gesagt, und die Kisten innen drin mal ein bisschen aufräumen und sie halt ein bisschen anders halt auch strukturiert sind. Aber ja, ich meine, die Quintessenz ist halt, hat funktioniert. Und ich war zu Anfang wahrscheinlich der aufgeregteste von der Tour überhaupt und habe dann auch die Tour hat halt in Hamburg gestartet, 11. März glaube ich oder so etwas und ich habe dann immer, weil ich weiß ja, wie sie das dann einsetzen und gab es dann auch die Video halt auf YouTube und wenn ich dann die Lampen habe blinken sehen, oh geht noch
Und habe ich dann also die erste Zeit immer mal geguckt, wenn wir dann Konzert waren, nächsten Tag oder übernächsten Tag, gehen die Lampen noch? Gingen noch. Und von daher, ja, und zum Nachhinein sage ich, ja gut, ich vermute mal vorsichtig, dass das nicht seine letzte Tour war. Und ja, insofern, ich denke, das ist vielleicht auch ein Thema, weil viele Leute sagen, ja, und es ist die größte Vintage- und auch aktuelle Synthesizer-Dichte ist definitiv in den RCP-Studios, also in Santa Monica, in seinen Studios dort, bestimmt. Und dann sagt dann jeder, der sammelt das ja nur und setzt das sowieso nicht ein. Nein, der sammelt das sicher, ja klar, aber der hat auch Techniker vor Ort, die das halt auch in Schuss halten. Das heißt, wenn er dann sagt, hey, ich brauche jetzt mal ein CS80 von Yamaha, dann zieht er das salopp gesagt, lässt es ziehen, weil er ist so schwer, zieht das aus dem Schrank, schließt das an und das Ding läuft. Das heißt, er sammelt nicht nur, sondern hält die Dinge auch wirklich am Leben und pflegt die und so etwas. Kurze Frage, so, hast du das Gefühl, dass diese Synthies auch so ein eigenes Leben haben, so ihre eigene Seele haben, so wie du gerade davon redest, dass die laufen dann sofort, wenn man sich um sie kümmert? Das klingt gerade so, als wäre das wirklich so, hat das so seine eigene Dynamik. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich glaube, es hängt viel davon ab, wer davor steht oder wer da was macht, weil ich glaube, es kommt darauf an, dass Leute damit arbeiten. Und dann entwickelt sich etwas. Also ich meine, von alleine, ja, also das ist glaube ich immer nicht so, weiß ich nicht. Es gibt natürlich inzwischen auch Module mit generativen Patches und so etwas, die dann also auch irgendwie vor sich hin blubbern. Und wenn man sie den nächsten Tag anstellt, blubbern sie weiter vor sich hin. Aber eine Seele, also ja, also ich würde mich erschrecken, wenn ich vor der Kiste stehe und sage, Gerd, also der Schalter ist kaputt. Es hängt viel von den Leuten ab, die wirklich ja, mit den Dingern halt arbeiten. Dass das Ganze mit diesem großen System, könnte man natürlich auch sagen, dass das durchaus süchtig ist. Ich habe dann immer die Story, als ich noch nicht so alt war, mein Vater ist Kriegsgeneration und wollte immer eine Modelleisenbahn haben und hat nie eine Modelleisenbahn kriegen können. Und dann kam ich und da hatte er einen guten Grund zu sagen, Gerd findet bestimmt Modelleisenbahn gut. Ja, und was dann passierte ist, also zur damaligen Zeit, sprich die salopp gesagt 60er bis in die 70er rein, hat man Modelleisenbahn. Das war genauso. Also du hast einen Kreis gehabt und zwei Weichen und dann waren vier Weichen und drei Loks und bla bla, so ging das immer weiter und hört eigentlich auch nie auf. Und die Leute, die jetzt in meinem Alter so sind, ein bisschen, ja so in dem, die haben auch nicht mehr aufgehört zu sammeln. Das heißt, die haben alles, was sie als Kind hatten, irgendwo bleibt es dann haften, so irgendwo im Hinterkopf. Gut, dann haben sie Familie und Kinder und eine Scheidung oder auch nicht oder was auch immer und irgendwann ist dann Geld da. Und dann sagen sie, ja, jetzt kann ich endlich mal die Loks kaufen, die ich schon immer mal haben wollte. Und das ist bei Synthesizern, ist vom Anfang meiner Geschichte, ich hatte das Geld nicht und fand aber Tangerine Dream und die Riesenkisten toll. Ja, und dann irgendwann hatte ich halt ein bisschen Geld und konnte mir dann auch so den Wunsch erfüllen. Und so geht es vielen Leuten, die, also wirklich Generation meine, also die wissen auch, was Tangerine Dream ist. Die anderen ist natürlich ist dann ja die 90er Jahre Techno-Geschichte, was im Prinzip genau, also alles, was Eurorec praktisch so groß gemacht hat, oder Dieter Döpfer, den so man nenne, der ist genau zu der Zeit, den kenne ich schon auch seit dem Ende der 70er. Und der ist dann halt wirklich voll eben salopp gesagt in die Euro, er ist auch schuld dran an der Euro-Rec-Sache. Und von daher, das ist dann aber die Techno-Generation. Jetzt die ganz Jungen heute ist dann halt, ich sage mal, jetzt bitte auch nicht auf die Goldwaage legen, aber das ist dann die Britzel-Click-Fraktion, die hat alles seine Berechtigung, wo ich die halt wirklich mit Sounds arbeiten und drehen und tun und machen.
Und wobei ich immer sage, naja, es wäre irgendwie schon mal gut, wenn es dann C gäbe oder G ist auch nicht schlecht oder was weiß ich. Und ich, so schwarze Tasten und das alles cool. Ist aber, hat alles seine Berechtigung. Und das Schöne im Vergleich zu damals, wo man halt Eigenheime übrig haben musste, ist heute, du kannst halt preiswert einsteigen, wenn es dir gefällt. Du kannst mit Software anfangen, kannst tun und machen und ja, was auch immer du machst, es geht alles. Es funktioniert auch alles miteinander weitestgehend. Das war früher auch nicht so. Das war alles geruselt. Das ist heute eigentlich kein Problem mehr. Manchmal wird es dann technisch kompliziert, weil ja, USB oder so ist dann vielleicht nicht der Hit, weil versteht sich manchmal vielleicht doch nicht oder ist auch egal. Aber die Möglichkeiten, die man heute hat, ist schon toll. Was ich halt spannend finde, ist, wenn wirklich Leute live arbeiten. Also nicht sagen, ich ist auch wieder nicht auf die Goldwaage legen, alles aus dem Laptop abfahren. Also ich finde, die kommen ja eine Kombination. Weil klar, man kann jetzt nicht, ich sag mal, eine Stunde Musik machen, nur mit ein paar, es geht gar nicht. Also insofern, aber was ich dann schon besser finde, ist, nicht nur wenn man seine Spuren in Ableton abfeiert oder was auch immer, sondern dann auch wirklich noch ein oder zwei Synthesizer mit dabei hat, die man dann, wo man dann auch wirklich Sachen noch mitmacht. Und es gibt dann auch Wahnsinnige, die mit dem alten Schrott, auch bitte nicht auf die Goldwaage legen, eben Node zum Beispiel, da gab es halt, die haben Live-Konzert gemacht und das war wirklich ein Live-Konzert. Also das war PPG-modular, ein recht großer, dann vom Flat das ganze Zeugs, also ein großes Roland 700, halt der Moon Moog vom Ed. Und das war alles live und das Einzige, was sie halt gehabt haben, ist ein Click-Track, damit die ganzen Sequenzer überhaupt hinreichend zusammenliefen. Und das ist natürlich dann, wo ich sage, ja, das sind dann die wahren Künstler, die sich halt wirklich noch auf das Feld wieder zurückwagen, wie damals in den 70ern, wo du auch vor jedem Konzert so machen musstest, bitte, liebe Kisten, die Halle darf nicht zu warm werden und so weiter und so weiter. Ja, Wahnsinn. Das sind ja echt Storys. Da ist ja jede Story für sich ein Highlight, muss ich sagen. Tobi, hast du noch eine Frage aus der eher technischen Seite? Was gibt's Neues bei dir dieses Jahr? Ja, es ist. Ich weiß dann immer, weil das Problem ist, vorhin kam so die Frage, das ist nicht ein Problem. Fakt ist, kannst du davon leben? Ich weiß nicht, wer die Frage... Ja. Genau. Nee. Es ist so, dass ich ab und an mal gut essen gehen kann. Ich habe das Glück, keine Miete zahlen zu müssen. Und auch... lasse ich weg. Aber es ist, es kommt was bei rüber. Was ich... sorry, ich komme gleich noch... Alles gut. Was ich... Was viele Leute unterschätzen dieser Tage ist, du kannst ja alles machen. Du kriegst die Software frei, Bauteile kosten nichts, die Platinen, alles geht überhaupt. Und dann macht man ein Modul, lässt es in China fertigen und kostet dann auch fast wenig. Und ja, der Punkt ist halt nur, man unterschätzt dann halt auch, wenn ich jetzt vielleicht 400 Module brauche oder von 10 Modulen jeweils 200, dass man dafür am Anfang Geld braucht und das ist nicht wenig. Das heißt, es dauert so einige Zeit letztendlich, bis es wirklich... Ja, und wirklich. Ich meine, Dieter hat das Glück gehabt, da gab es ja noch nichts. Und er hat praktisch von null reingefahren. Und heute, wenn du sagst, ja, was ist der Oszillator des Tages? Weil gerade wieder irgendwo auf der Welt wieder einer rausgekommen ist. Und da sage ich auch ja. Vom Euro-Rack-Leben die Menge macht's. Wir sind dann eher so eine Nischengeschichte. Und ich sage, ja, es war viel Geld, ist reingeflossen. Aber es gibt halt gute Kunden und von daher ist das schon nicht schlecht. Jetzt, da wir ja immer nichts planen, und ich sage ja auch immer, nee, mache ich nie, da muss man bei mir auch vorsichtig sein, weil es gibt Dinge, die ich bestimmt nie machen werde, aber manchmal kenne ich das auch nicht, weil ich bin halt ja, Programmierer, aber Programmierer der nicht objektorientierten Schule,
bin Löter seit 1970 oder was weiß ich, wann das immer war. Hab auch seitdem nichts weggeworfen, das wirft man mir auch immer vor. Ist jetzt ein Vorteil, weil man hat halt noch alles irgendwie. Und jetzt mit den, um drauf zu kommen, ja, was ist denn jetzt eigentlich neu? Ich habe immer gesagt, nee, ich kenne mich mit Digital-Audio nicht aus. Punkt, aus, Schluss. Oder besser gesagt, dann könnte ich mich schon auskennen wollen, wenn ich wollen würde. Ich müsste lernen. Und da habe ich, das ist mir zu anstrengend, sage ich dann einfach. Und wie es dann so ist, man kriegt dann, wenn man so, ja eben die Hans Zimmers dieser Welt, und da gibt es dann Musiker, und der Pedro Eustache zum Beispiel, ein guter Freund, der kennt dann auch wieder alle möglichen Leute. Und so ist dann ein Kontakt zustande gekommen, der inzwischen, glaube ich, wenn man nur tief genug guckt, um noch das zu beenden, letztendlich Leuten ist aufgefallen, dass die Digitalplatine unseres Delays, dass das ja von Erika Sünz ist. Und ich kenne den Girz durch den Pedro sehr gut. Und insofern habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich das dann eben. Und um jetzt wirklich der absolut letzte Satz, was neu ist, ist halt ein Phaser. Sicher nicht der Brenner oder der Burner, oder weiß ich. Aber dachte ich dann, ja, auch nicht schlecht. Und so ist es dann auch gekommen, wie mit allen Dingen. Eigentlich haben wir gar nicht an Effektmodule gedacht. Und dann irgendwie kamen dann doch Effektmodule. Und sind andere Dinge dann auch, wo ich sage, also auch der kleine VCA, der dünne VCA, ist halt auch etwas, wo ich sage, ja gut, müsste ich eigentlich auch mal machen. Und so wird es, denke ich, weitergehen und wird dann, nächstes Jahr sitzen wir wieder hier und ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas oder eben noch nicht. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank. Danke, Gerd. Danke euch und dann viel Spaß bei der Messe, viel Erfolg und ich freue mich sehr, mehr von dir zu hören und zu sehen. Okay. Ja, danke schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wenn ich dann ins Reden komme, komme ich ins Reden. Müsst ihr die Flagge wissen? Hör auf. Voll schön. Vielen Dank. Tschüss.